Philipp Kucher von der Sozialdemokratie ist jetzt am Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, Hohes Haus, geschätzte Regierungsmitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Bundesministerin, bei aller Wertschätzung, Sie sind schon ein bisschen eine Expertin darin, sich über Brände zu beschweren, die Sie selber verursacht haben. Das muss man nach der heutigen Rede von Ihnen ganz klar feststellen. Sie beschweren sich jetzt gerade vor kurzem drüber und sagen, ein Wahnsinn, die Leute haben jetzt Angst vor den Elga-Daten, was da passiert ist. Dann frage ich Sie schon, warum haben Sie denn im Ministerrat auch zugestimmt? Sie haben diese Verunsicherung auch verursacht. Und der zweite Punkt ist, den man offen ansprechen muss, jetzt sagen Sie, ein Wahnsinn, die Menschen in Österreich sind wegen der Umfang Krankenhäuser besorgt. Ja, wer hat denn diese ganze Debatte völlig frei von Fakten losgetreten? Das waren Sie. Und da muss man auch bei den Fakten wieder zurückkehren. Herr Kollege Daschner, Sie sind Mathematiker, Sie verzeihen, dass ich jetzt so für profane Rechenbeispiele Sie zum, als Beispiel heranziehe, aber vielleicht können Sie der Frau Ministerin helfen. Wenn 500 Millionen Euro als Steuerzukäufe für die Großspender von Sebastian Kurz aus dem System hinausgenommen werden, 500 Millionen Euro, und dann sagt man, das Ganze muss ein Bereich der Verwaltung einsparen. Aber die gesamten Verwaltungskosten sind 92 Millionen. Das geht sich ja hinten und vorne nicht aus. Das heißt, wenn man jede einzelne Sekretärin auf die Straße stellt, wenn man die gesamte Verwaltung einspart, dann fehlt noch immer ein bisschen was. Das sollte normalerweise mathematisch nicht das Problem sein. Wir haben hier einen großen Kenner. Frau Ministerin, vielleicht kann man das bilateral noch einmal nachrechnen. So geht's nicht. 500 Millionen Euro für die Großspender von Sebastian Kurz und die Menschen zahlen drauf. Und dann ist schuld auf einmal die kleine Sekretärin im Unfallkrankenhaus vielleicht. Auf deren Kosten soll man nicht einsparen. So wird es nicht funktionieren. Ich wollte in Wahrheit sozusagen auch den Punkt der Einsparung generell im Gesundheitssystem ansprechen. Natürlich gibt es viele Bereiche, wo wir dahinter sind und sagen, ja, jeden Euro zweimal umdrehen, effizienter werden. Nur der Unterschied ist schon, wir wollen, dass das System dann ins Gesundheitssystem zurückfließt, das Geld, dass die Patientinnen und Patienten davon einen Nutzen haben. Kürzere Wartezeiten, dass die medizinische Versorgung besser wird, dass Pflege und Ärztinnen und Ärzte, dass die mehr Zeit auch für die Patientinnen und Patienten haben. Nein, das Ganze machen sie nicht, hier wird eingespart. Und das ist auch der Unterschied, wo ich sagen würde, da hätten Sie die Verantwortung, die Finanzminister zu sagen, es gibt eben Sparen, das vielleicht sinnvoll ist und es gibt einfach sinnloses Kürzen. Wenn irgendwo ein Dach undicht ist, da wäre der Herr Finanzminister super stolz drauf und sagt, ich habe einen Euro eingespart, dieser Dachziegel, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich bin ganz stolz darauf, der eine Euro für den Dachziegel, den hat der Finanzminister eingespart. Mit einer riesen Marketing-Tirade wird er das Ganze abfeiern und wäre stolz darauf, der Euro wieder eingespart für Österreich. Dass das Ganze dann tausende Euro kostet, das ist nicht unbedingt das intelligenteste Sparen. Und genauso wie es in diesem Bereich aus geschildert wird, erleben wir es im Bildungsbereich. Da spart man auf Kosten der jungen Menschen und wundert sich dann, dass die ganzen jungen Menschen irgendwann bei Ihnen im AMS landen. Man könnte auch da mal bilateral reden und sagen, es gibt schon Sparen, das in Wahrheit dann mehr kostet, als man vorher auch eingespart hat. Das wäre vielleicht auch ein Thema für Sie beide. Und abschließend ein zentraler Punkt. Ja, im Bereich der Prävention, da kann man gar nicht genug tun, ist auch so ein Punkt, könnte man auch dafür kämpfen und sagen, jeder Euro, der im Bereich der Prävention investiert wird, der hilft doppelt. Weil er einerseits Folgekosten im Gesundheitssystem reduziert, aber vor allem auch das menschliche Leid hinten anhält und Menschen in Wahrheit dazu führt, dass die Menschen erst gar nicht krank werden. Und da gibt es ganz wichtige Projekte in diesem Bereich. Da hat die Sabine Oberhauser sehr viel getan, Pamela Rendi-Wagner. Da muss man auch gratulieren, sie führen diesen Weg fort. Ich möchte jetzt nichts verschreien, aber das ist ja zumindest ein positives Signal. Aber da müsste natürlich auch deutlich mehr passieren in diesem Bereich. Da müsste man mehr Geld in die Hand nehmen. Ein Bereich, der zum Beispiel gar nicht vorkommt im Regierungsprogramm, ist der Bereich der psychischen Gesundheit. Und ich darf vielleicht nur ein Beispiel bringen einer Dame, die zu mir jetzt erzählt hat, die hat in den 70er Jahren ein Kind bekommen. Das war das zweite Kind und sie hat danach eine Schwangerschaftsdepression bekommen und hat sich extrem schwer getan, wie sie damit umgehen soll. Weil alle im Freundes- und Bekanntenkreis zu ihr gesagt haben, hey, du musst ja froh sein, du hast jetzt gerade ein Baby bekommen, du müsstest ja eigentlich glücklich sein. Und sie hat aber damals noch nicht gewusst, dass es vielen Frauen so geht. Und allein dann, indem er offen über diese Themen gesprochen hat, indem er aufgeklärt hat, hat ihr das im Nachhinein, hat sie erkannt, auch viel geholfen. Und da gibt es tolle Projekte in Österreich, Kärnten zum Beispiel, da ist unsere Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Brettner ganz intensiv dahinter. Wir sind Nummer zwei nach Oberösterreich im Bereich der gesunden Gemeinde, wo man einfach dann rausgeht zur Bevölkerung, wo man in Landgasthäusern Vorträge hält, wo auf einmal Nachbarn, Freunde, Bekannte ganz offen auch über Gesundheitsthemen reden, wo Tabuthemen abgebaut werden, auch das ist Gesundheitspolitik. Also mehr Geld für die Prävention. Gesundheitsministerin Hartinger-Klein beschwere sich über Flächenbrände, die sie selbst ausgelöst habe, sagt Philipp Kucher von der SPÖ.